Und hier ist TV1. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem TV1-Special. Heute aus der Reihe alte Bands und, wenn man so will, neu aufgemischt oder neu abgemixt. Wir haben zu Gast im TV1-Studio die Jets. Freue mich ganz herzlich, dass alle fünf heute zu uns gekommen sind. Wird sicher ein ganz spannendes Gespräch. Und ich begrüße und stelle vielleicht einmal vor, von mir nach ganz da draußen zum Größten, der heute hier noch hier sitzt. Zunächst Erich Götzner, den Gitarristen, übrigens auch Ex-4-Trashman. Das war ja, Sie sind kein Gründungsmitglied der Jets, aber auch in der damaligen Zeit schon aktiv gewesen. Freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind, ebenso wie Dieter Marschall, den Schlagzeuger, Perkussionisten der Jets, von damals bis heute im Prinzip. Dann bei uns Gary Reck, er ist Keyboarder der Jets heute, hat die Anfangsphase zwar nicht miterlebt, ist aber auch ein Musiker der ganz alten Schule und seit der Neugründung der Jets immer mit an Bord gewesen, bis heute eben. Und einer der Gründer, vielleicht der Gründer der Jets, ist Helmut Schmidt, Gitarrist der damaligen und heutigen Formation, der sicher auch viel zu erzählen hat, vor allem aus der Anfangszeit. Und dann freue ich mich, dass Rainer Egert zu uns gekommen ist. Der ist Bassist. Das betrifft aber nicht nur das Instrument, sondern auch die Stimme. Vielleicht gleich mal eine Kostprobe, Herr Egert. Sie sind ja immer zuständig für die ganz tiefen Lagen bei den Jets. Why do fools fall in love? Werden wir gleich noch hören, mit allen zusammen. Dankeschön schon mal für den kleinen Appetizer. Jetzt wollen wir uns natürlich ein bisschen unterhalten über die alten Zeiten, 1962, 63. Das waren so die Gründerjahre der Jets. Und ich hatte vor einigen Wochen bei mir ein paar Musikerkollegen, die beim Klassentreffen mitgewirkt haben, die waren ja ein bisschen später dran, 5, 6 Jahre später, fielen damals auch so in die Revoluzzerzeit. Ihre Intention, Musik zu machen, war damals vielleicht noch eine andere, Herr Schmidt. Ja, sie war aber nicht prinzipiell anders. Ich hatte damals schon vor, eine Gesangsgruppe zu gründen, und dem sind wir an und für sich bis heute treu geblieben. Das war also immer, meine Liebe hat immer dem Gesang gehört. Und ich habe damals auch schon immer mit Leuten zusammenarbeiten wollen, die singen können. Und das haben wir bis heute beibehalten. Es gab ja damals auch durchaus mehrere Bands, die aus dem Boden geschossen sind, mehrere lokale Bands. Das ist anders als in der heutigen Zeit. Es gab damals aber auch einen größeren Bedarf für Bands, denn die Zeit der Tanzsäle war gekommen. Und da wurde natürlich auch an jedem Wochenende zumindest einmal eine Band gebraucht, die diesen Schuppen so richtig einheizen kann. Ja, am Anfang hatten wir ziemlich Probleme, weil wir ja englische Musik spielten. Und zu der Zeit war auf dem Land in den Tanzsälen anfangs nur deutsche Musik gewünscht. Wir sind dann ausgewichen auf amerikanische Clubs. Wir haben auch in Kitzingen in den amerikanischen Bars gespielt, haben uns dort die nötige Übung geholt. Und dann erst allmählich wurden wir mit englischer Musik in deutschen Tanzsälen akzeptiert. Und das war natürlich für uns ein großer Durchbruch, weil dann wir auch die breite Öffentlichkeit erreichen konnten. Wie war es denn überhaupt bei den Jets? Ich frage vielleicht mal den Herrn Marschall, um die Englischkenntnisse bestellt. Hat man da etwas nachgetrellert im Prinzip, was man so ein bisschen im Radio gehört hat? Oder hat man das auch verstanden? Man hat ja heute das Problem gelegentlich bei Deutschland sucht den Superstar, dass die Akteure dort Lieder singen, die sie nicht verstehen. Wie ist es Ihnen denn gegangen? Ich habe zwar in der Schule Englisch gehabt, aber die große Leuchte war ja nicht im Englisch, nicht so eigen. Aber so, na gut, man hat alles dann meistens dann so aufgeschrieben, wie man es gehört hat. Und dann, jetzt ist es ja einfach, im Internet holst du dir deinen Text raus und dann ist es eigentlich ziemlich einfach. Ne? Hm. Also mit der Aussprache hatte ich eigentlich keine Probleme eigentlich. Ne? Aber halt, wie das wie geschrieben wird oder so, ne? Teilweise dann. Dann hast du halt geschrieben, wie auch immer. Hm. Haben denn alle mitgesungen, Herr Götzner? Oder? Ja, zu den Texten noch. Es gibt ja keine Noten. Das heißt, wir haben ja alles mit Gehör machen müssen. Das heißt, die Harmonien mussten wir uns raushören, jeder für sich. Und auch die Texte, da kamen natürlich mal abenteuerliche Sachen raus. Ich hatte mal einen Text in Englisch mir raushören wollen und kannte eine Amerikanerin. Die habe ich gebeten, such mir mal diesen Text raus. Sie selbst hatte auch Schwierigkeiten, weil es ein alter Western-Slang war. Also wir hatten ja damals schon abenteuerliche Sachen gesungen. Jetzt ins Internet gibst du einen Lyrics, den Text, zack, kommt der Text. Das ist eine tolle Sache. Aber zum Singen war im Prinzip jeder mitverdammt, möchte ich einmal so sagen. Dass es auch selbst raussuchen musste, ja. Oder raushören musste.
Das Schöne an dem Englischen war, ich weiß nicht, ob der Helmut sich noch daran erinnert, weil du sagst, die amerikanischen Clubs, in denen wir gespielt haben. Wir wollten nach Giebelstadt in den Club rein, in den Officer Club. Und da mussten wir zu einem Vergnügungsoffizier und mussten uns vorstellen. Wir beide sind da hingeeiert und das war ein Texaner. Und der sprach im breitesten texanischen Slang. Ich mit meinem kleinen, schlechten Schulenglisch habe nicht ein Wort verstanden, was der sagte. Und Helmut stand dann eben und sagte, yes, sir, all right, yes, sir, all right, good, thank you. Und da sind wir rauf und ich sagte, ey, was hat denn der gesagt? Du, ich habe keine Ahnung, sagt er, ich habe nichts verstanden. Dann sind wir zur Sekretärin und die hat uns dann erzählt, jawohl, ihr sollt Audition spielen am so und so vielten, also vorspielen am so und so vielten. Da stehst du auf dem Schlauch. Und wir haben hinterher in den Clubs gemerkt, wenn wir einen falschen Text gesungen haben, also grammatikalisch falsch, was wir früher angestrichen bekommen hätten als Fehler, he go to the school, das wäre ja falsch gewesen, he goes to the school, das haben die unten falsch mitgesungen, he go to the school, das ist wurscht. Hauptsache ist, die wissen, was wir wollen. Hauptsache ist, das Lied ist schön. Da kommt das auf das Grammatikalische im Englischen gar nicht an. Im Amerikanischen insbesondere, denn ach, ja, das waren ja nicht unbedingt die großen Kenner ihrer eigenen Sprache. Gary Reck vielleicht einmal, weil Sie noch nicht zu Wort gekommen sind. Wie war das damals? Sie waren zwar nicht von Beginn an bei den Jets dabei, aber natürlich auch Musiker der damaligen Zeit. Wenn man sich entschlossen hat, Musik zu spielen, damit auch aufzutreten, man hat ja zumindest ein professionelles Instrument gebraucht. Heute wäre das kein Problem. Man geht zum Papa, der zückt die Kreditkarte und dann bestellt man sich das im Internet oder kauft sich's bei Musik Thomann. Wie war das damals? Da hat man wahrscheinlich nicht unbedingt diese Mittel so schnell loseisen können. Bei mir war das damals so, ich hatte einen Musiklehrer und der hat mir irgendwann mal die Noten von Weiße Rosen aus Athen mitgebracht. Und ich habe das Lied, damals hat es die Frankfurter Schlagerbörse gegeben und ich habe das Lied natürlich schon auswendig gekonnt. Spielt es natürlich ganz toll und so noch 10 Takten nimmt er das Bäckchen da und macht es zu. Ich habe weitergespielt, so was ist denn jetzt los? Sagte er, ja, das Lied ist in Fis, du spielst die ganze Zeit in C-Dur. Dann hat er gewusst, ich kann das Zeug auswendig, dann hat es angefangen. Dann musste ich bei seinen Rentner treffen, Akkordeon spielen. Und dann sind wir mit dem Hütchen rumgegangen und so. Und da habe ich mir immer mal ein paar Kreuzerli verdient. Habe also auch für mein erstes Keyboard, das war damals eine Symphonic 30, also das war ein Star-Keyboard von der damaligen Zeit, habe ich mein Schärflein dazu beigetragen und den Rest hat der Papa bezahlt. Also habe schon was dafür getan. Aber Sponsor bei Daddy gab es also auch damals schon, auch ja, bei Ihnen? Ja, Daddy war alles. Bei uns war das anders. Bei unserem ersten Termin, das war im Haus Abendfrieden in Zellingen. Das war so ein größeres Wohnzimmer, da sind wir mit den Radios unserer Eltern aufgetreten. Ja. Wir hatten noch keine Verstärker, wir konnten uns das nicht leisten. Wir haben wirklich die Radios genommen, die waren ja damals auch relativ groß, haben die als Verstärker benutzt, die waren zwar manchmal dann danach kaputt, aber es hat funktioniert. Wir hatten dann mehr oder minder als zum Gesang, hatten wir auch nur einen extra Radio und konnten immer nur einer drüber singen und hatten auch nur ein oder zwei Mikrofone. Aber man sieht es ja, wir existieren noch heute, es hat funktioniert. Das Thema Verstärker ist ja sowieso ein ganz eigenes. Ich weiß nicht, wer hier der Technik-Freak ist, aber ich glaube, mit 20 bis 40 Watt konnte man damals schon einen Saal beschallen. Da würde man heute ausgelacht, wenn man damit ankäme. Was sind heute so die Zahlen, die im Raum stehen? Sag doch nicht so bescheiden, die Gitarristen. Die Technik hat sich wahnsinnig weiterentwickelt. Erstens mal sicherer geworden. Mittlerweile ist es ja Usus, dass ein Mischer da ist, dass Techniker da sind, die das aufbauen. Das heißt, darum gucken wir auch ein bisschen ratlos. Das heißt, wir sind nicht mehr so involviert, wir kümmern uns nicht mehr so, weil da haben wir unsere Leute, die das also exzellent machen. Und auch vom Preis ist das also auch günstiger geworden. Das kostet also nicht mehr so die Welt. Früher hatten wir also ein ganzes Jahr gespielt, um einen Verstärker zu bezahlen. Wobei die Zahl der Verstärker natürlich exorbitant gewachsen ist, wenn man manchmal auf die Bühnen schaut, da ist ganz schön was los, ganz schön was geboten. Der Trend ist wieder zu kleineren Dingen auf der Bühne zumindest, weil die große Anlage ist ja zu den Leuten. Die sogenannte PA, die muss natürlich Power haben. Hinten ist es live, vorne ist es laut. Das heißt, die Musiker früher war es umgekehrt, sind taub geworden. Jetzt überleben sie, aber die Leute werden taub. Bevor wir uns jetzt lang in das Gespräch vertiefen, wollen unsere Zuschauer natürlich auch gerne etwas hören von Ihnen, von den Jets. Und da bedienen wir uns einer Konserve im Jahr 2001. Waren die Jets zu Gast hier im Studio von TV1. Viel Spaß dabei. Musik.
Sehr aufmerksamen Zuschauern ist natürlich nicht entgangen, dass das nicht ganz die heutige Besetzung war. Klaus Hardetauer spielte damals noch am Keyboard, Gary Reck. Sie sind ein Jahr später zu den Jets dazugestoßen. Ich nehme aber an, Sie haben die Jets vorher schon lange genug beobachten können und mit einigen Kollegen ja auch schon Musik gemacht. Natürlich, wir haben ja der Helmut und der Dieter, wir haben 1980, wie also Jets aufgehört hat, haben wir, das weiß ich noch, das war im Schweinfurt am Hauptbahnhof, haben wir die Phoenix gegründet. Der Name ist ja heute noch aktuell. Begriff, ja. Und haben dann, wir haben zusammen 6 oder 7 Jahre zusammen gespielt. Zehn Jahre haben wir zusammen gespielt. Und wenn den Erich und den Rainer als Musiker, du gehst ja auch mal ab und zu einem anderen Tanz, habe ich natürlich alle auch schon gekannt. Also das war für mich schon immer ein Vorbild, Erich mit seinem Gesang. Mhm. Und Jets waren eigentlich für alle Musiker ein Vorbild, weil sie eben erstens immer was rübergebracht haben, von der Show her, vom Gesang her. Also, und wir haben uns natürlich dann bei Phoenix daran gehängt, dieses Erbe weiterzutragen. Jetzt muss ich natürlich trotzdem noch ein bisschen in den alten Zeiten kramen, denn was mich besonders interessiert, ich habe diese Zeit auch nicht miterlebt, das ist diese Tanzsaalkultur. Man kann sich das heute gar nicht mehr so vorstellen. Die jungen Leute gehen eigentlich im Prinzip in die Diskothek, dort ist ein DJ, wenn überhaupt noch, und dort wird moderne Musik aufgelegt, dazu tanzt man ein bisschen und trinkt und unterhält sich. Wie war das damals, die Tanzsäle? Es war Treff und Angelpunkt für alle Leute, die haben sich viele kennengelernt. Heute, also wenn uns Fans von früher kommen, passiert sehr oft, die sich, hey, wir haben uns dann da kennengelernt, Heidenfeld, Heukrumbach, diese Namen sind überall noch bekannt, die Tanzsäle gibt es teilweise nicht mehr, das war Kult. Wo gehen wir hin am Wochenende? Wir gehen in irgendeinen Tanzsaal. Meist auch im ländlichen Raum, warum das? Ja, das ist die Frage. Vielleicht wegen den Kosten, die Tanzsäle vom Platz her, das ist ein bisschen zu teuer war. Hm. Oder in Städten, wahrscheinlich auch die, dass sie da wegen dem Lärm oder wegen dem... Oder so. Ja. Säle, die haben halt die Tanzsäle gehabt, die haben große Räume gehabt, wo man was veranstalten konnte. Hm. Ne? Brauerei Köller und weiß... Das war auch eine besondere Kultur hier unter Franken, Oberfranken. Das gibt es deutschlandweit nicht wieder. Ich meine, jetzt ist etwas weniger geworden, aber das war so in den 60er, 80er Jahren eine einmalige Geschichte hier in Unterfranken, Oberfranken, ein bisschen noch runter ins Badische, bis Aschaffenburg hoch. Da gab es unwahrscheinlich viele Plätze und auch unwahrscheinlich viele Bands, die dort gespielt haben, weil da waren natürlich erstens mal die Plätze waren da zum Spielen und man konnte auch Geld verdienen. Das gibt es fast nirgendwo in Deutschland in dieser Form, wie das hier ist. Über das Geld können wir vielleicht gleich auch noch ein bisschen sprechen, dass man auch mal so ein bisschen eine Vorstellung hat. Aber vor allem war es für Sie dann ja auch so, Sie waren eine der gefragten Bands gewesen hier aus der Region und bis nach Oberfranken hinauf natürlich. Und dadurch hatten Sie auch viele, viele Auftritte, aber Sie waren trotzdem keine Fulltime-Musiker, sondern es gab bei Ihnen immer ein Nebeneinander von vielen Auftritten. Vielleicht können Sie mal eine Größenordnung auch nennen. Und dem ganz normalen Job, zu dem man am Montag morgens wieder auf der Matte stehen musste. Naja, das waren im Jahr zwischen 80 bis 100 Konzerten immer. Bei uns sah in aller Regel die Woche so aus, Freitag spielen in Oberfranken, Samstag in der Nähe von Würzburg, Sonntag im Badischen, dann nachts zurückgerauscht und am Montag war jeder wieder auf seinem Arbeitsplatz. Das war überhaupt kein Problem für uns. Das hat man aber auch einfach verlangt. Wir haben es auch gern gemacht und wir haben uns bei 80 Terminen bis 100 Terminen nichts gedacht. Wobei ich sagen muss, die Termine waren natürlich, weil wir es gerade von den Sälen haben in Unterfranken,
auch wesentlich leichter zu ergattern als heute. Die Seeler haben ja ihre Bands durchgebucht, sodass wir also zum Beispiel in Ebenhausen alle 2 Monate vertreten waren. Rothausen ebenso, Heugrumbach ebenso. Und da kommen natürlich die Termine bei zustande dann. Aber da haben wir richtig 80 bis 100 Mal im Jahr gespielt. Das war schon anstrengend. Das war, wenn Geld jetzt nicht unbedingt die ganz große Rolle gespielt hat, Helmut Schmidt, aber zumindest war man ja dankbar, wenn man das bekommen hat für den Auftritt. Und ein bisschen Geld hat man ja auch gebraucht. Ja. Wir waren ja damals auch noch jung und da braucht man das Geld. Also das hat man natürlich gerne mitgenommen. Ja. Aber ich erinnere mich auch an eine Geschichte, als wir 1975 zusammenkommen, 74 in dieser Besetzung, wie wir sie heute haben. Da haben wir sehr lange geprobt und haben dann eigentlich auch eingeschlagen wie eine Bombe. Und wir haben dann gespielt und irgendwann, glaube ich, hast du einen Anruf bekommen von Musikern aus anderen Bands. Wie könnt ihr zu so einem Preis spielen? Ihr macht ja den Markt kaputt. Wir waren also, weil wir Newcomer waren, waren wir für das, was wir an Publikum gebracht haben, viel zu billig. Dann haben wir natürlich die Preise etwas angehoben. Nennen Sie doch mal so eine Hausnummer. Was war denn damals so Usus? Ja, damals, das waren 1.000 Mark. Geteilt durch 5? 1.500 Mark. Das war dann also schon eine Spitzengage. Mhm. Manchmal hat nicht alles geklappt. Sie haben im Vorgespräch berichtet von einem Abend, da waren Sie völlig konsterniert, kurz vor Konzertbeginn auf der Bühne gestanden, aber die Ausrüstung war nicht da. Ja, es war halt so, dass wir uns irgendwann entschlossen haben, doch einen Roadie zu nehmen, weil es bei den vielen Terminen, von denen ich eben sprach, einfach zu anstrengend war, dasselbe alles aufzubauen, zu transportieren. Wir hatten einen tollen Mann, der hat auch dann später studiert, Tiermedizin, großer Tierarzt geworden. Der hat es wirklich auf eine sehr rationelle Art und Weise gemacht. Er hatte von mir einen Terminkalender, er hatte seinen eigenen VW-Bus. Und er hat dann, sagen wir mal, in Unterspießheim, in Untereuerheim, in Heidenfeld, in Rothausen, Ebenhausen aufgebaut. Wir sahen ihn wochenlang nicht, aber die Anlage stand immer am richtigen Ort. Und nach 5, 6 Wochen kam er dann und hat sein Geld kassiert und dann hat er neue Termine bekommen. So ging das immer wunderbar. Und dann stand eben ein Termin in Tauberbischofsheim in der Stadthalle an. Da war Kirchweih. Und ich war als Erster wohl da und bin dann über den Nebeneingang, wollte ich zur Bühne. Und da waren auch die ganzen Bühnenvorhänge geschlossen. Es waren schon jede Menge Leute im Saal. Und ich wollte meine Anlage anschließen. Mal nachschauen, ist alles da. Gehe auf die Bühne, mache den Vorhang auf und es stand nichts. Aber auch überhaupt nichts um 6, 6:30 auf der Bühne. Daraufhin habe ich dem Veranstalter gesagt, wir können nicht spielen. Die Anlage steht noch vom letzten Samstag in Untereuerheim. Und es geht nicht. Und zwischenzeitlich sind die Kollegen gekommen und dann hat er uns wirklich auf Knien angefleht und gesagt, ich gebe euch Zeit, ich besorge einen Plattenspieler. Im Saal waren dann schon 800-900 Leute, bringt die Anlage irgendwie bei. Na gut, wir sind dann also nach Untereuerheim gefahren. Einer ist noch nach Unterspießheim gefahren, hat den dortigen Rodi mit dem VW-Transporter geholt, der dafür die Red Stars aufgebaut hatte. Zwischenzeitlich war dann in Untereuerheim schon abgebaut, dann wurde verladen, ab nach Tauberbischofsheim und da stand ja schon eine Kette von Leuten, die haben die Verstärker und jedes Kabel rein. Um 10 Uhr war die Anlage aufgebaut, kurz nach 10 haben wir angefangen zu spielen. Das war Freude pur beim Veranstalten. Das kann ich mir vorstellen. Die Musik der Jets Erich Götzner, das war natürlich die Musik der 60er Jahre und ist es im Prinzip auch bis heute geblieben. Nicht mehr ganz. Moderner geworden. Wir spielen auch 70er, 80er Jahre und auch der Sound ist natürlich modern geworden, weil die alten Lieder mit alten Sound, das hört man kaum mehr. Auch die alten Aufnahmen wurden ja von den Künstlern digitalisiert, neu aufbereitet und die Technik macht es ja auch leichter und wird auch verlangt. Also wir spielen alle Sachen mit modernen, tollen, geforderten Sound. Nicht aber das ganz Neue, das Aktuelle, das ist nicht unbedingt das, was Ihr Publikum hören möchte. Wir machen das, was wir können, was wir gelernt haben und wir identifizieren uns damit, eben mit diesen Oldie-Band. Wir sind eine Oldie-Band und lieben das auch. Gesangsbetont, mit gutem, modernen, frischen Sound. So ist das unser Ziel. Sie sagen es schon, gesangsbetont. Da habe ich gleich ein kleines Attentat auf Sie vor. Wir wollen Sie natürlich a cappella hören. Hier im Studio a cappella Songs, das sind nicht unbedingt die typischen Songs bei den Jets, aber es gibt sie und es gibt vielleicht auch kleine a cappella Intermezzi, wie wir schon bei der vorherigen Aufnahme gesehen haben. Sie haben, glaube ich, die Mundharmonika mitgebracht. Die brauchen wir jetzt. Und dann, ja, würde ich sagen, legen wir los. 1, 2, 3, 4. Uwa, 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 uwa. Why do fools fall in love? Why do fools fall in love?
up and up, shwaga, break up, they work, up, shwaga, up, shwaga, what, up, shwaga, apart from above, what, shwaga, why the love, what, shwaga, love, love is a losing game, love can be a shame, I don't want a fool to see, for that a fool in me, tell me why. Why do fools fall in love? Love is a losing game. Love can be a shame. I'm not for a foolish thing. Before that, a fool in me, tell me why. Why do fools fall in love? Bravo, sage ich. Eines hat man gesehen, wir hätten übrigens diesen Song auch aus der Konserve gehabt, von 1994, und das wäre natürlich auch interessant gewesen. Das sind doch 15 Jährchen, die dazwischen liegen. Vielleicht können wir zum Ausklang der Sendung diese Konserve ein bisschen abspielen und den Abspann darüber laufen lassen. Dann sehen die Leute einmal, wie man sich so entwickeln kann, natürlich nur positiv im Laufe der Jahre. Eines habe ich gesehen, Dieter Marschall und Helmut Schmidt, sie geben sich immer so ein bisschen Zeichen zwischendurch, wahrscheinlich wie oft der eine oder andere Refrain wiederholt werden muss. Also Abstimmung passiert durchaus live, hat man nicht alles vorher schon so festgeprobt und ein bisschen aufpassen. So Blickkontakt zumindest man, vom Rhythmus her. Vor allem, wenn man im Fernsehen ist, muss man aufpassen. Ja, ja, klar. Da darf nichts schief gehen, das ist klar. Ja. Hat ja geklappt. Ein paar Anekdoten haben wir schon gehört, zum Beispiel die mit dem Equipment. Eine Anekdote passt zwar nicht unbedingt zu den Jets, aber zu einem Teil der Jets mit Phoenix sind sie aufgetreten. Und da hat es einmal gebrannt, haben sie mir erzählt. Und ich glaube, auch die Musik hat damals noch dazu gepasst. Wer mag das denn mal erzählen? Ja, wir hatten in Mudau, glaube ich. In Mudau hatten wir gespielt und irgendjemand hatte da aus Versehen in so einen Spalt unter der Bühne eine Zigarette, Kippen reingeworfen und plötzlich hat es gequalmt. Und es hat schon gerochen und hat da hochgequalmt. Dann machte einer den Deckel auf und dann kam wirklich Flamme raus. Ne? Und dann war natürlich großer Trubel und ich habe nur ausgegeben, wir bleiben hier, wir spielen, damit keine Panik ausbricht. Und ich glaube, wir haben sogar Fire von Arthur Brown gespielt. Ja. Und das haben wir bis zum Ende gespielt und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir in Ruhe raus. Und das war dann auch das Ende der Veranstaltung. Das war so auch kurz vor eins. Ja, da brennst du runter. Weiter wird gespielt. Und die Flammen sind da vorne raus. Alles war schon da oben am Tür. Da haben wir halt gedacht, nicht, dass da irgendeine Panik entsteht oder so. Ne? Ja. Und das war schon sensationell. In Feldheim oder wo? Hat mal jemand oben mit so Sternwerfern die ganze Dekoration oben? Ja. Und dann kam einer mit dem Feuerlöscher. Unsere Anlage hat er noch ausgeschaut. Die haben alles gelöscht und bei uns war alles nur noch weiß. Das Keyboard, alles, die haben das ganze Zeug da oben gelöscht und wir waren drei Tage am Putzen, die Anlage wieder am Saubermachen. Kriegt man nur schwer weg, ja. Oh, das war. Da gibt es noch bessere Sachen. Mit dem Wasser da oder dem. Ja. Das ist so viel. Einmal Wasser ins Mischpult geschüttet. Ist auch schon passiert. Aus Freude. Da war irgend so ein Typ vom Mischpult gestanden, der alles kommen wollte, den vollschickt, der ist auf Seiten gegangen und ist alles ins Mischpult reingegangen. Aber das war zum Glück schon, da war schon vorbei. Ne? Die Musik war schon vorbei. Da haben wir die ganze Nacht das ganze Mischpult auseinandergebaut, die ganzen Föhn getrocknet. Mit dem Föhn das ganze Zeug getrocknet und dann war nur ein Teil geworden. Drei Kanäle waren kaputt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Kommen. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und ich denke, unseren Zuschauern auf alle Fälle waren natürlich ein paar nette Anekdoten auch dabei. Vielen Dank. Und jetzt, wie gesagt, noch einmal Bilder von den Jets. Nicht ganz das gleiche Lied, das Sie vorhin hier a cappella dargeboten haben. Dafür 15 Jahre früher und die Gesichter etwas frischer. Machen Sie es gut, liebe Zuschauer. Bis demnächst. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-dong-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ooh, wow, whoa, 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 I've got a girl named ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong.
She said nothing to me. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I never set her free, 'cause she's mine, oh mine. Whoa, 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 I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-ding-dong. She's so fine to me. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. If you don't want to leave, 'cause she's mine, oh dum, 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 dum. I love her, love her, love her so, but I never, never let her go. One thing she's certain, she's mine, oh mine, she's mine, all of the time. I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I'll never let her go. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. I love her, love her so, but she's mine, oh. Bum bum, ram a lam, ding dong, ram a lam, ding ding dong, bum bum bum, ram a lam, ram a lam, ding dong, ram a lam, ram a lam, ding, ram a lam.